So, dann würde ich mal sagen, herzlich willkommen beim ESB-Tutorium im Wintersemester 23/24. Jetzt mal wieder Hybrid, also willkommen im Online-Raum und willkommen vor Ort im Hörsaal. Ich hoffe, man hört mich soweit. Ich habe gesehen, es gibt so ein paar Fragen. Vielleicht sollte ich erstmal mit dem Einstieg anfangen und dann gucken wir, ob die Fragen sich eventuell hier auch erledigt haben. Erstmal vorweg, wer steht hier eigentlich? Ich bin Jessica, also ihr dürft mich auch gerne duzen. Ich hasse es immer, wenn man mich sieht. Ich bin keine Mitarbeiterin. Ich habe hier mal studiert an der Informatik. Mittlerweile arbeite ich Vollzeit in einem, in einem Unternehmen, was es mir netterweise erlaubt, aber noch als kleine Nebentätigkeit dieses Tutorium hier für euch zu machen. Klappt meistens auch. Es gibt einen Termin im Semester, wo ich leider einen Terminkonflikt habe. Da kann ich dann nur eine digitale Ausweichmöglichkeit am Mittwoch davor anbieten. Das hat, glaube ich, Andreas Meder in der Vorlesung auch schon angekündigt. Ja, E-Mail-Adresse hier auch nochmal: jessica.sabrina.jobski@uni-hamburg.de. Steht auch auf der Seite von TAMS, ist genau die gleiche von der Lehrveranstaltung. Wie ist das jetzt mit dem Tutorium gedacht? Grundsätzlich ist die Idee, ihr kriegt ja am Mittwoch normalerweise das neue Aufgabenblatt online gestellt und habt damit die Chance, zum Donnerstag vielleicht zumindest auf das Aufgabenblatt mal drauf zu gucken. Das ist so ein bisschen meine Erwartungshaltung. Ich weiß, dass ihr wahrscheinlich nicht viel dazu kommt, es irgendwie zu berechnen, aber zumindest schon mal drauf zu gucken, dass ihr vielleicht ein Gefühl habt, was das für Aufgaben sind und versucht bitte nach Möglichkeit auch das Aufgabenblatt, ja, dass ihr es irgendwo mal griffbereit habt, damit ich nicht immer alle Aufgabenstellungen wiederholen muss. Die Idee ist, dass wir dann uns so ein bisschen anschauen, was für die Woche gedacht ist. Ich bereite normalerweise ein paar Aufgaben vor, die ein wenig auf das Aufgabenblatt hinführen. Also nicht, wir werden nicht eins zu eins uns mit den Aufgaben beschäftigen, sondern meistens mit eher etwas vereinfachten Aufgaben. Und wenn ihr dann noch ein bisschen weiterdenkt, solltet ihr aber zu Hause in der Regel deutlich weniger Probleme haben, das zu bearbeiten. Genau. Wie geschrieben auch, zum einen bin ich hier im Hörsaal Geomatikum H2 und es gibt den Big Blue Button Raum, wo ich dann, sofern das Uninetz es hergibt, auch den Livestream mache. Falls ich zwischendurch mal aus dem Netz rausfalle, für die, die im Livestream sind, eventuell kurz mal warten, ob ich es dann schaffe, wieder mich einzuwählen. Ihr wisst, wie das ist mit Technik. Ja, nutzt online gerne auch dann den Chat, wenn ihr Fragen habt. Also ich habe den hier so ein bisschen offen, dass man den auch sehen kann parallel. Und ja, ansonsten Meldungen kann ich gerade so ein bisschen schwierig sehen, aber ihr könnt meistens dann auch eben fragen, wenn ihr möchtet. Ich habe eine Aufzeichnung laufen. Ich versuche möglichst nur mein eigenes Mikro hier mit aufzuzeichnen. Ich kann nicht hundertprozentig garantieren, dass alle Geräusche von oder alles von euch natürlich rausgefiltert wird. Aber die Intention ist, dass halt der Fokus dann, ja, dass ihr im Zweifel auch eure Fragen halt eben stellen könnt. Und ich wiederhole sie dann, damit alle sie gehört haben. Und genau, dann gibt es die Aufzeichnung. Sie ist mehr oder weniger ungeschnitten. Das heißt, ich starte sie einmal kurz vor dem Tutorium und nach dem Tutorium mache ich Ende und dann versuche ich so schnell wie möglich das auf dem YouTube-Kanal hochzuladen. Ist dann vielleicht nicht unbedingt hübsch, aber die Idee ist, dass ihr es lieber schneller kriegt, als dass ich irgendwie 3 Tage daran irgendwie rumschnippel oder irgendwie dann vielleicht 4 brauche. Dann bringt es euch nämlich auch nichts mehr. So, in der Regel schaffe ich es auch, dass ich dann im Laufe des Abends das dann hochlade. Muss natürlich erstmal selber nach Hause kommen. Also wahrscheinlich dann erst am nächsten Tag vernünftig irgendwie nutzbar, außer ihr seid bis 3 Uhr nachts wach. Es stand auf der Webseite und die Frage kam hier im Raum auch schon, es stand da was, dass das eventuell nicht immer hochgeladen wird. Das ist einfach nur der Punkt, ich versuche es zu machen. Ich bin hier quasi eine One-Woman-Show. Wenn aus irgendeinem Grund das mit der Technik nicht klappt, dann kann es halt eben auch mal passieren, dass es dann mal keine Aufzeichnung gibt. Aber eigentlich ist mein Bestreben schon, dass ich von jedem Tutoriumstermin eine Aufzeichnung habe. Ja, was unterscheidet das Tutorium sonst vielleicht auch noch von der Vorlesung? Ich erwarte zumindest ein wenig aktive Mitarbeit.
Heißt, ich erkläre nicht einfach hier nur alles. Dann könnt ihr auch in die Vorlesung quasi gehen, könnte ich jetzt quasi sagen. Sondern die Idee ist, dass wir dann uns gemeinsam mit den Aufgaben beschäftigen. Und ich mache das Tutorium, solange ich mindestens eine aktive mitarbeitende Person habe. Ihr seht, mein Anspruch ist relativ gering. Manchmal gibt es das ja. Sollte es irgendwie was geben, dass ihr irgendwie über einen ganzen Jahrgang einen Termin habt, der es euch verhindert, an dem Tutorium teilzunehmen, wäre es sehr nett, wenn ihr mir eine E-Mail zukommen lasst, weil ich nicht unbedingt diese Informationen kriege. Manchmal gibt es so lustige Dinge wie das, oh, es wird eine Bonuspunkte-Klausur in Mathe geschrieben und mir sagt keiner Bescheid und dann stehe ich hier und wundere mich und keiner kommt. Also lieber dann mir einmal kurz Bescheid sagen. Genau, das einmal so grob zum Organisatorischen. Gibt es an der Stelle noch irgendwie Fragen, die offen geblieben sind? Also wenn online da jetzt gerade noch Fragen sind, dann gerne irgendwie entweder schreiben oder direkt einmal reinsprechen. Das muss ich noch für nächstes Jahr ein bisschen verbessern, das mit dem, dass ich das sehe, für nächstes Mal. Gut, da online sonst auch keiner sich beschwert hat, gehe ich davon aus, dass ihr mich zumindest hören könnt. Und super, danke. Dann würde ich sagen, genau, die Aufgaben, das hatte ich eben noch nicht gesagt, die Aufgaben sind unterschiedlicher Art, die wir in RSB haben. Manche sind Berechnungen und da ist es für mich relativ einfach, eine vereinfachte Aufgabe zu machen. Manchmal gibt es aber auch so ein paar Textfragen oder Textaufgaben. Da versuche ich gerne mit euch so ein bisschen drüber zu reden, aber dann habt bitte Verständnis, dass ich dann da eher weniger aufschreibe oder eher nichts aufschreibe und dann ist dann quasi eure Transferleistung, dass ihr dann das, was wir vielleicht, worüber wir gesprochen haben, als vernünftiges etwas in Textform hinbringt. Werden wir merken, weil wir haben das nämlich unter anderem in Aufgabe 2. Dann würde ich sagen, gucken wir uns doch einfach mal Aufgabe 1 an. Da, ja, im Grunde geht es eigentlich darum, wie die Dauer von Berechnungen sein kann. Und ihr sollt das einmal ausrechnen mit einer Formel, die ein Polynom ist. Da fängt es gleich schon an, da werden erstmal Begriffe durch die Gegend geworfen. Aber vielleicht habt ihr das aus der Schule ja noch. Und die Alternative ist das Horner-Schema. Ja, vielleicht wollen wir einmal dann darauf gucken, aber ein wenig kleiner und ein wenig einfacher. Wenn wir hier eine Aufgabe haben, wir machen ein kleineres Polynom. Also wir haben a mal x hoch 3. Also dieses kleine Dach ist so ein bisschen diese Notation, dass ich schneller einen hochschreiben kann. A mal x hoch 3 plus b mal x Quadrat plus c mal x plus d. So ein bisschen kleiner und ein bisschen kürzer, als was wir in der Aufgabe haben. Und wir sollen erstmal ganz einfach nur gucken und nur berechnen, wie viel Multiplikation und wie viel Addition wir da drin haben. Kann mir einer sagen, wie viel Multiplikation wir hier am Anfang haben, in diesem ersten Teil. A mal x hoch 3. Ja, sonst gern hier. Wir haben, naja, nicht ganz. Genau, wir haben hier im Chat richtig. Wir haben drei Multiplikationen. Das Ganze heißt ja nichts anderes, als wenn wir a mal x mal x mal x geschrieben haben und dadurch eben drei Multiplikationen. Ja. So, und das gleiche können wir dann eben auch machen mit dem zweiten. Dann haben wir noch plus b mal x mal x plus c mal x plus d. Ja, man kann das auch ein bisschen einfacher natürlich auch machen. Hier im Chat wird es dann auch gerade schon gesagt, n minus 1 Multiplikationen für die Potenzen.
sollte eigentlich dann auf das Gleiche rauskommen. So, und wenn wir jetzt hier eine Anzahl Multiplikation und Addition haben und wir haben eine Angabe, dass wir für eine Multiplikation einen bestimmten Wert brauchen, wie 4 Nanosekunden und eine Addition beispielsweise 1 Nanosekunde, dann könnten wir jetzt ausrechnen, was nach dem Schema einfach der Zeitbedarf ist. Wie viel werden das? Wenn man das jetzt einmal zusammenzählt, also einmal alle Multiplikationen, einmal alle Additionen, wie viele Nanosekunden hätten wir dann insgesamt? Knapp. Oder? Warte, soll ich natürlich hier den falschen? Lass mich nur kurz gucken. 26, 20, nee, doch, Entschuldigung, du hast recht. 27. Ja, kommt davon, weil ich hier noch irgendwie eine andere Aufgabe neben mir liegen habe. Genau, wir haben nämlich sechs Multiplikationen hier. Und wir haben drei Additionen. Das heißt, wir haben 6 mal 4 Nanosekunden plus 3 mal 1 Nanosekunde. Und das sind natürlich 24 plus 3 gleich 27 Nanosekunden. Und das ist das, was quasi ganz am Anfang einfach nur dann gewünscht ist. Genau, ist ein guter Punkt, um darauf hinzuweisen. Achtet immer darauf, was ich mache, was ich tippe. Manchmal mache ich auch Fehler, wenn ich dann nicht aufpasse. Und ich habe überhaupt kein Problem, wenn ihr mich darauf hinweist. Besser ihr weist mich darauf hin, als dass man es irgendwie dann erst 3 Wochen später merkt. Das ist die direkte Berechnung. Das andere, was wir jetzt ja machen sollen in der Aufgabe, ist, dass wir gucken sollen, das Ganze mit Hilfe des Horner-Schemas zu machen. Und zum Horner-Schema, wenn man dann dem Wikipedia-Link folgt oder auch anderen Links, findet man so ein bisschen eine Definition, dass wir so ein Polynom haben, b von n mal x hoch n plus irgendwie ganz vieles bis, also vieles im gleichen Schema, plus b von 2x Quadrat plus b von 1x plus b von 0x oder eigentlich dann nur b, also irgendwie eine Zahl, dass man das auch ganz anders schreiben kann, nämlich in dieser Klammerschreibweise. Und wenn wir uns das genau anschauen, dieser Teil b von n mal x plus b von n minus 1 in Klammern mal x, das ist eigentlich nichts anderes. B von n mal x hoch n, dieser erste Teil halt eingeklammert. Und wir klammern das, also im Endeffekt klammern wir uns das immer weiter dann halt nach außen raus. Wenn wir hier rechts sehen, hier ist unser b von 0. Das x hoch 0 können wir natürlich ignorieren, weil mal x hoch 0 ist einfach mal 1. Irgendwas hoch 0 ist ja immer 1. Und dementsprechend ist ganz außen einfach nur unsere Zahl, die wir hier hatten. Und davor haben wir hier dieses b1, was irgendwo in diesen Punkten verschwunden ist. Und das x von dem b1 ist quasi das x, was vor der Klammer ist. So. Das heißt aber auch, dass eben alles, was in dieser Klammer ist, am Ende nochmal mal x genommen wird. Und dadurch kriegt man eben mal x hoch 1. Und für etwas, was weiter links ist, sowas wie das b2 mal x Quadrat, da brauchen wir ja noch ein zweites x. Das kommt dann eben dadurch, dass wir nochmal ein x in Klammern haben. Wir gucken uns das an dem Beispiel an, dann wird es vielleicht auch so ein bisschen besser deutlich. Also wir hatten ja hier oben a mal x hoch 3 plus b mal x Quadrat plus c mal x plus d. Das heißt, das Polynom vom höchsten Grad haben wir links. Das macht es uns zumindest einfach. Sonst muss man halt einmal umdenken. Geht natürlich auch umgekehrt. So, unser Polynom vom höchsten Grad. Wir fangen an. Wir ziehen das hier rein. A mal x plus
dann die Multiplikation vom nächsten Wert, das ist das b. Das heißt, wir machen a mal x plus b. So, jetzt haben wir das, was hier oben in Klammern steht, als b von n mal x, also quasi hier mit dem höchsten Grad, und die Multiplikation von dem zweithöchsten Grad. Das ist ja nur das b. Und das Ganze wird eben eingeklammert und mal x gesetzt. Denn wenn ich das jetzt ja wieder ausmultiplizieren würde, dann hätte ich a mal x Quadrat plus b mal x. So, jetzt hatten wir aber nicht a mal x Quadrat, sondern a mal x hoch 3. Wir haben ja auch noch unser c mal x. Das heißt, wir machen das Ganze einfach nochmal. Wir müssen erstmal das plus c ergänzen und dann ergänzen wir das mal x außen. Klammer vorne natürlich aussetzen. Und wenn wir das jetzt ausklammern würden, hätten wir a mal x mal x mal x, also a mal x hoch 3, plus b mal x, also b mal x Quadrat, plus c mal x, also c mal x. Das Einzige, was uns noch fehlt, ganz ohne Klammer, ist dann das plus d. Also das plus d entspricht dann dem, was wir hier als b0 am Ende hätten. Und auf die Art und Weise, eigentlich ist das nur eine Umschreibung in eine Klammerschreibweise mit dem Horner-Schema. Zumindest für den Anwendungszweck. Es gibt noch ein paar andere Anwendungszwecke zum Thema Umwandlung von Zahlendarstellungen, aber das ist für die Aufgabe alles gerade überhaupt nicht relevant. Kann sein, dass das nächstes Aufgabenblatt kommt, je nachdem, was dieses Jahr an Aufgaben so kommt. In der Vorlesung werdet ihr es einmal auf jeden Fall kennenlernen. Für uns jetzt nicht so relevant. Genau, jetzt haben wir das nämlich umgeformt und jetzt könnten wir halt auch wieder gucken. Wie viele Multiplikationen haben wir eigentlich und wie viel Addition und wie lange brauchen wir hier für die Berechnung? Gleiche wie oben, einmal zusammenrechnen, wie viel Multiplikation, wie viel Addition, wie viele Nanosekunden brauchen wir insgesamt? Genau, wir haben den Vorschlag 3 Multiplikation, 3 Addition. Genau, wir haben hier eine Multiplikation, wir haben hier eine Multiplikation, wir haben hier eine Multiplikation, also 3 Multiplikationen und wir haben 3 Additionen. Das heißt, wir sind bei 12 Nanosekunden plus 3 Nanosekunden und damit bei 15 Nanosekunden und damit eben deutlich schneller als bei der anderen Berechnungsweise. Ja, eine Sache, die vielleicht auch später nochmal im Semester kommt, Multiplikationen sind halt deutlich teurer als Addition. Und deswegen versucht man sie eigentlich gerne auch irgendwie zu reduzieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Aber wenn dann kommen wir da später im Semester zu. Schritt für Schritt. Und das ist halt so ein Teil, der in der Aufgabe auch mitkommen soll. Also ihr werdet auch in RSB immer so ein bisschen Aufgaben kriegen, die euch einfach ja auch so ein bisschen ranführen sollen, was man vielleicht irgendwie über Computer nebenbei halt auch lernen kann oder über die Grundlagen von Computern. In dem Fall halt hier weniger Multiplikation oder die Verringerung von Multiplikation kann es schneller in die Ausführung bringen. Im Aufgabenteil B gibt es einen anderen Ausdruck, der möglichst effizient berechnet werden soll. Ich würde da jetzt nicht groß lange drauf eingehen. Wenn ihr euch den anguckt, also ihr dürft halt irgendwie gucken, wie ihr das irgendwie umformt. Wenn ihr euch den anguckt, x Quadrat plus 4x plus 4, vielleicht erinnert ihr euch noch an Mathe, ich weiß nicht, welches Schuljahr das war. Es gibt eine Art Formel oder Umformung, die man da sehr schnell machen kann, die da helfen könnte. Könnte, ja. Wie bitte?
Nicht so jetzt ganz das, worauf ich hinaus will. Ja? Ja, ja, ich verstehe deine Frage. Okay, machen wir eins nach dem anderen. Gucken wir gleich nochmal drauf. Genau, im Chat kam das schon. Binomische Formel könnte es vielleicht sein, die könnte euch helfen. So, wer sich nicht mehr daran erinnert, der guckt sich die vielleicht noch an. Vielleicht hattet ihr die auch schon in der Wiederholung in Mathe. Jetzt kam nochmal die Frage, wenn man diese Klammern hier auflöst, dann ist es doch eigentlich genauso ineffizient wie das obere. Wenn wir das jetzt berechnen wollen, also gucken wir uns mal an, warum das nämlich nicht so ist, wenn wir das jetzt berechnen wollen, dann würden wir einfach nur berechnen a mal x als erstes. Damit haben wir die erste Multiplikation. Damit haben wir einen Wert berechnet. Dann addieren wir b dazu, haben eine Multiplikation, eine Addition. Damit haben wir einen Wert. Könnten den jetzt auch z nennen. Aber eigentlich ist unser z a mal x plus b. Und dann machen wir darauf die Multiplikation. Und dadurch ist es halt so, dass am Ende das nur drei Multiplikationen, drei Additionen sind, weil wir halt von innen nach außen dann einfach alles stückweise ausrechnen können. Genau, in unserem Beispiel können wir es nicht ausrechnen, weil wir halt die Werte nicht so im Detail haben. Aber wenn wir die Variablen belegen würden, könnten wir es ausrechnen. Genau, das sollte euch zumindest für Aufgabe 2.1 dann ein wenig helfen. Ja, also bei B geht es eben darum, dass ihr den Ausdruck auch irgendwie versucht so zu schreiben, dass ihr möglichst wenig Addition und Multiplikation braucht. Und ihr könnt, hier steht, die Variablen A, B für Zwischenergebnisse verwenden. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel sagt, ich habe irgendwie eine Berechnung, die A ist gleich 3x plus 4, dann könnt ihr an der anderen Stelle dann da mit dem Ergebnis A weiterrechnen. Dann habt ihr natürlich einmal die Berechnung von ax plus 4 und an einer anderen Stelle dann halt das, was ihr mit dem a noch macht. Und es ist halt deutlich effizienter, als jetzt irgendwie x Quadrat plus 4x plus 4 auszurechnen. Na, wir erinnern uns nochmal, wie war das nochmal mit binomischen Formeln? A plus b in Klammern zum Quadrat ist gleich a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Aber wir brauchen ja nicht, wir nehmen ja das Geklammerte. Und dadurch haben wir halt weniger. Haben schon was eingespart. Gut, dann Aufgabenteil B. Hardware versus Software. In welcher Hinsicht sind Hardware und Software gleichwertig bzw. nicht gleichwertig? So. Also so ein bisschen so eine Aufgabe zum drüber nachdenken, ein bisschen vielleicht auch irgendwie gucken, was weiß man irgendwie darüber. Ich glaube, in den Vorlesungsfolien sind da jetzt noch nicht so viele Sachen zu. Im Endeffekt fangen wir eigentlich mal an zu denken, wir haben auf der einen Seite die Hardware, wir haben auf der anderen Seite die Software. Kann ich Hardware komplett durch Software ersetzen oder kann ich Software komplett durch Hardware ersetzen? Wie geht das eigentlich? Mal jemand von euch drüber nachgedacht? Ja. Genau, also ich habe hier im Hörsaal einmal eben schon gehört, es gibt halt gab das Beispiel mit FPGAs, also dass man Software in Hardware umsetzt. Genau, also es gibt die Möglichkeit, dass man wirklich dafür sorgt, dass man quasi alles, was an Schaltungen existiert oder alles, was an Methoden oder Software existiert, dass man das in Hardware-Schaltungen umschreibt. Kann man machen? Welchen Nachteil hat das vielleicht? Und ja, Hardware sind dann in dem Fall physische Sachen, also Hardware physisch, Software halt Dinge, die man
mehr also virtuell hat oder auf dem Rechner schreibt. Ja? Genau, das ist ein guter Punkt. Also Hardware ist halt schwerer abzudaten. Also man hat eine deutlich höhere Flexibilität mit Software. Das hat natürlich gewisse Vorteile. Oder auch Nachteile. Also wenn man es aus dem Sicherheitsaspekt betrachten würde, ist natürlich eine Hardware, die man eben nicht verändern kann, besser als eine Software, wo jetzt irgendjemand versuchen könnte, damit Schindluder anzustellen, indem er Softwarecode austauscht. Kann man mit Hardware auch? Ich sehe schon das Zögern hier an der Stelle. Natürlich kann man auch mit Hardware-Schindluder treiben, wenn man genau weiß, an welcher Stelle man das übertreibt. Aber die Veränderung zumindest von dem Programmablauf ist deutlich komplexer. Was glaubt ihr, was ist teurer? Genau, also Hardware, du brauchst Leute, richtig, man braucht Leute, die entsprechend sich damit auskennen. Es werden eventuell Ressourcen benötigt. Oh, hier kommt jetzt nochmal der Punkt Entwicklungszeit. Tatsächlich ist es halt so, wenn man Hardware, also eine einfache Hardware kann sein, dass man die tatsächlich relativ schnell entwickelt und dass sie dann auch gleich funktioniert. Aber häufig ist das Hardware-Testen halt ein doch sehr langer Prozess auch. Und vor allem jedes Mal, wenn man beim Hardware einen Fehler macht und man hat einen Prototypen ja, erstellen lassen, dann kann man den Prototypen unter Umständen, wenn man Pech hat, ja wegwerfen. Und dann fängt man wieder da an, halt einen neuen Prototypen dann sich bauen zu lassen. Und dadurch sind die Kosten dann halt eben auch relativ hoch. So, ich glaube, du wolltest eben auch noch was sagen? Oder hat sich das erledigt? Okay, das ist nochmal genau, nochmal ein guter Punkt, auf dem, wie weit lässt sich was in was übertragen. Also eine Software in Hardware übertragen, das geht auf jeden Fall komplett. Man kann halt, also es ist halt sehr umfangreich, man macht es in der Regel nicht. Das wurde hier auch, also im Hörsaal auch gesagt, dass man wegen der Hochsprachen, also man möchte es eigentlich einfacher haben. Man möchte nicht auf der untersten Ebene anfangen, die ganzen Leiterbahnen sich irgendwie alles überlegen zu müssen. Aber man könnte alles in Hardware machen. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sehr vieles in Software machen, aber ja. Genau, man kann virtuelle Maschinen nutzen, aber man braucht halt schon noch irgendwie was, worauf das ja auch läuft. Also erstmal muss es halt eine stärkere Maschine sein, damit man dann die Software laufen lässt, wenn die Software möglichst viel Hardware emulieren soll. Und gleichzeitig muss es auf irgendwas laufen. Genau. Jetzt klingt es irgendwie alles doof, eigentlich Hardware zu machen. Habt ihr noch einen Grund oder eine Idee, warum man viel in Hardware machen sollte? Also außer diesem vielleicht diesem leichten Sicherheitsaspekt. Ja, okay, ich weiß nicht, ob das bei euch schon unter Effizienz mit drin ist. Im Endeffekt genau geht's in die Effizienzrichtung. Also wenn man zum Beispiel eine Bildverarbeitungsgeschichte hat, dann ist natürlich eine Hardwaregeschichte schneller und effizienter, als wenn das Ganze in Software erst über eine Hochsprache laufen müsste. Das heißt, man macht es auch eher bei Echtzeitanwendungen. Also beispielsweise bei Robotern versucht man möglichst hardwarenah zu programmieren, als wenn man irgendwie mit einem normalen Desktop-Computer unterwegs ist. Da braucht man es halt nicht unbedingt. Dann wartet der Nutzer halt eben eine Minute länger. Ärgert er sich, aber egal. Wenn der Roboter eine Minute warten muss, kippt er vielleicht um, weil er sich gerade irgendwie verkalkuliert hat.
Genau, das sind jetzt, also jetzt haben wir ganz, ganz viele Punkte gesammelt. Ich hoffe, ihr habt damit ein paar Stichwörter. Und die Idee ist, dass das halt eben aufgeschrieben wird, so ein bisschen zum Thema Gemeinsamkeiten und ein bisschen zum Thema Unterschiede. Und vielleicht auch noch allgemein zu Textaufgaben, habt ihr vielleicht auch aus letzter Woche schon so mitbekommen. Ihr sollt nicht irgendwie einen dreiseitigen Absatz schreiben bei Textaufgaben, sondern es geht eher darum, dass ihr dann, ich sag mal, in den meisten Fällen ist man so bei 2 bis 4 Sätzen pro Stichpunkt, ist das schon so das Maximum. Also immer dran denken, wir sind hier jetzt irgendwie nicht in der, klingt jetzt ein bisschen doof, aber wir sind jetzt nicht in der Germanistik, ne? Wir sind irgendwie in der Technik unterwegs, also in der Informatik. Das heißt eher kurz und prägnant eure Antworten halten an den Stellen. Das zieht sich eigentlich so für alles an Aufgaben. Macht es auch den Übungsgruppenleitern ein bisschen netter, als wenn sie dann irgendwie ewig lange Texte korrigieren müssen. Und ihr verschenkt häufig auch Zeit. Also es ist eben, ja, kürz und prägnanter. Gut, dann würde ich sagen, okay, da ist noch eine Frage im Chat. Kann Software ohne Hardware und andersrum? Ja, das hatten wir vorhin ganz kurz ja angerissen. Also Hardware ohne Software ist prinzipiell möglich, ist halt nur sehr aufwendig. Macht man deswegen eher selten komplett. Hardware ohne Software ist halt schwierig. Also kann man sehr weit treiben. Nee, andersrum. Software ohne Hardware kann man sehr weit treiben, aber man braucht am Ende ja doch noch immer irgendwo eine virtuelle Maschine, auf dem das Ganze dann läuft. Also ganz ohne Hardware wird man dann nicht auskommen. Irgendworauf muss es halt laufen. Dann würde ich sagen, gucken wir uns mal so ein bisschen Aufgabe 2, 3 an. Okay, das muss ich zum nächsten Woche auch noch mal ein bisschen anpassen. Das ist ein bisschen klein für die hier im Hörsaal. Ich hoffe zumindest, ihr könnt das im Chat ein bisschen besser sehen. Also vom Grundsatz her, was ist eigentlich die Grundaufgabe? Die Grundaufgabe sagt, wir sollen Leistungsverbräuche berechnen. Und dann steht da ganz viel Kram drumherum. Also das vielleicht auch nochmal so. Was ich immer gerne mache, ist im Tutorium, ich versuche euch auch so ein bisschen Tipps zu geben, wie guckt man eigentlich auf Aufgaben drauf. Und wenn schon so viele Zahlen da drin stehen, dann könnte es ja sein, dass wir die vielleicht auch wiederverwenden sollen. So. Also, was sehen wir aus der Aufgabe? Wenn wir die Grundaufgabe angucken, vor 10 Jahren wurde die CPU eines damals schnelleren Desktop-CPUs, zum Beispiel Intel 22 Nanometer Fertigungsprozess mit einer Taktrate von 3,4 GHz betrieben. Okay, vielleicht ist der Fertigungsprozess wichtig, vielleicht ist die Taktrate von 3,4 GHz wichtig. Vielleicht auch nicht. Die CPU hat 6 Kerne. Könnte auch eine wichtige Info sein, von denen jeder bei voller Auslastung der Recheneinheiten 7 Operationen gleichzeitig durchführen kann. Okay, da haben wir mehrere Infos. Also wir haben 6 Kerne und wir haben 7 Operationen gleichzeitig. Das heißt, ja, 6 Kerne mal 7 Operationen haben wir gleich eine ganze Menge. Nur haben wir irgendwie 42 Operationen gleichzeitig an der Stelle. 64-Bit-Addition, Multiplikation, bla. Ja, so ein bisschen Kram. So, und dann Leistungsaufnahme des Chips etwa 130 Watt. So, also, wichtigsten Punkte, die man irgendwo so sieht. Vielleicht ist der Fertigungsprozess wichtig. Wir gucken später in den Aufgabentext. Nee, da steht nirgendwo was von Fertigungsprozess. Ignorieren wir also. Zumindest glaube ich, dass da nichts mehr stand. Taktraten von Gigahertz könnten dann noch interessant sein und eben Anzahl Kerne und alles. Was ist jetzt die konkrete Aufgabe? Es gibt irgendwie eine Chipgröße, es soll eine Leistungsdichte berechnet werden, und das soll dann irgendwie verglichen werden. Machen wir es ein bisschen einfacher. Wir haben in dem Fall einfach einen Mikroprozessor für einen Roboter. Wir haben 1 GHz-Takt und der kann 2 Operationen parallel. Reicht uns erstmal als Beispiel. Und wir wollen den, ja, wir haben einen Leistungsverbrauch von 10 Kilowatt und die Chipgröße ist 2 Quadratzentimeter. Jetzt sollen wir die Leistungsdichte berechnen. Wow. Wer kann mir denn sagen, wenn man in den Aufgabentext guckt, in welcher Einheit die Leistungsdichte ist? Ja?
Genau, da steht schon Watt durch Zentimeter zum Quadrat. Das ist auch so einer dieser typischen Tipps, die manchmal einfach irgendwo stehen. Guckt in den, lest den Aufgabentext genau, weil damit wissen wir schon, was wir eigentlich grob brauchen. Das heißt, selbst wenn ich keine Ahnung habe, wie eine Leistungsdichte berechnet wird, sollte ich vielleicht Dinge nehmen, mit denen ich dann auf diese Einheiten komme. Also, Watt durch Zentimeter zum Quadrat. Sehr gut. Watt. Ja, Watt haben wir in der Aufgabenstellung. Können wir rausfinden. Also jetzt für unsere hier im Tutorium sind es 10 Kilowatt. Kilo ist eine Einheit. Das heißt, da muss man auch gegebenenfalls gucken, was das Ganze ist. Kilo heißt ja nichts anderes, dass wir das Ganze mal 1000 haben. Also haben wir 10.000 Watt. Und wir müssen irgendwie auf Quadratzentimeter kommen. Was könnten wir da vielleicht nehmen? Durch was teilen wir das? Ja? Durch die Chipgröße, ja. Klingt manchmal so ein bisschen einfach, aber das möchte ich euch einfach damit nur zeigen. So, wenn man versucht, die Aufgabe runterzubrechen, dann wirkt sie auch viel einfacher, als sie im ersten Moment einen vielleicht mit Text erschlägt. Also, das heißt, unsere Leistungsdichte ist nichts anderes als Leistungsverbrauch durch Chipgröße. Und unsere Chipgröße sind 2 Quadratzentimeter. So, das können wir irgendwie einmal uns anschauen. Und in dem Fall sind das dann 5000 Watt durch Quadratzentimeter. In der Hausaufgabe sollt ihr das jetzt mit einer Herdplatte vergleichen. Gut, wir haben jetzt hier keine Herdplatte, wir haben einfach einen runden Chip mit einer Chipgröße vom Durchmesser 10 cm genommen. Jetzt haben wir keine Quadratzentimeter. Wie kommen wir denn von einem runden Chip auf Quadratzentimeter? Da jemand eine Idee? Ja? Wie bitte? Nee, ich sehe aber im Chat, sehe ich schon das Richtige. Alles gut. Also, ne, das Gute ist ja, lieber hier ausprobieren und was ihr denkt, lieber macht ihr hier einen Fehler und dann macht ihr es halt eben nicht mehr in der Hausaufgabe oder ihr macht spätestens in der Klausur nicht. Das ist mir sowieso das Liebste. Hauptsache, ihr macht in der Klausur keine Fehler. Genau, wir können die Formel mit Pi nutzen. Und zwar können wir das Ganze dann berechnen. Wir brauchen dafür den Radius. Das heißt, Durchmesser 10 cm. Dann haben wir einen Radius von 5 cm. Und dann brauchen wir erstmal die Fläche. Ist gleich Pi mal R Quadrat, ist dann also gleich Pi mal 5 zum Quadrat. Und das müsste ungefähr auf 78,5 Quadratzentimeter rauskommen. Und damit haben wir wieder Quadratzentimeter. Ist das nicht nett? So, und bei der Gelegenheit kommt wahrscheinlich dann irgendwie vielleicht gleich die nächste Frage oder sonst kommt sie später. Dürfen wir eigentlich Taschenrechner in der Klausur benutzen? Wahrscheinlich nicht. Also, die letzten Jahre war es nie, dass man Taschenrechner benutzen durfte. Heißt aber auch, dass wenn ihr eine Aufgabe kriegt, wo ihr in der Klausur vielleicht irgendwas berechnen sollt, dann wird es so sein, dass man das gerade noch mit so ein bisschen kleiner, schriftlicher Addition, Multiplikation oder Division vielleicht hinkriegt oder vielleicht sogar im Kopf hinkriegt. Ja. Also theoretisch kann man sogar auch manchmal, kann man manchmal auch ein bisschen schätzen. Was ist Pi? Pi weiß man vielleicht, 3,14. Mal 5 zum Quadrat. 5 zum Quadrat ist 25, also haben wir 3 mal 25, sind wir bei 75, aber wir haben ja noch die 0,14 mal 25. Das kann man jetzt beliebig genau irgendwie machen. Auf jeden Fall wissen wir, wir sind ein bisschen über 75 und jetzt könnte man irgendwie dann grob versuchen zu schätzen und ist dann bei vielleicht 78,5. Vielleicht ist man auch ein bisschen daneben. Also wenn es noch einfach berechenbar ist, solltet ihr natürlich einen genauen Wert irgendwie versuchen zu berechnen, aber wenn die Werte wenn es so aussieht, als ob ihr irgendwie 10 Stunden den Wert berechnen müsstet, mit irgendwie Kommastellen und alles, dann reicht wahrscheinlich auch eine Schätzung. Das vielleicht einmal an der Stelle. Außer Andreas Meder überrascht mich und ihr dürft dieses Jahr einen Taschenrechner benutzen. Ich glaube es aber nicht, weil der Fokus soll nicht darauf sein, dass ihr Taschenrechner benutzen lernt, sondern ihr sollt eigentlich eher verstehen, wie die Konzepte funktionieren. Taschenrechner kann man dann irgendwie später im Arbeitsleben benutzen.
So. Wo sind wir? Was fehlt uns noch? Die Leistungsdichte fehlt uns noch. Machen wir eben auch mal kurz. Wir haben unsere 10.000 Watt durch die 78,5 und sind dann bei 127,4, wenn ich mich nicht verrechnet habe, Watt durch Quadratzentimeter. So viel an der Stelle. Dann, ja, die Leistungsdichte, Aufgabenteil B ist nochmal relativ ähnlich. Also auch da sollen wieder Leistungsdichten berechnet werden. Da müsst ihr eben auch nochmal gucken, welche Werte ihr habt. Spannender ist vielleicht nochmal, wie sieht das aus mit dem Energieverbrauch pro Rechenoperation? Und ja, Energieverbrauch pro Rechenoperation. Was wissen wir? Wir haben irgendwie 1 Gigahertz und wir haben zwei Operationen parallel. Und daraus sollen wir einen Leistungsverbrauch berechnen. Irgendwer eine Idee, wie man da vielleicht anfangen kann oder wie man da rangehen kann? Nun, vielleicht sollten wir einmal gucken, wir wissen irgendwie einen Gesamtverbrauch für den Prozessor. Das haben wir irgendwie mal am Anfang gegeben bekommen. Das sind diese 10 Kilowatt. Was wir aber auch wissen, ist ja, wie viele Rechenoperationen wir pro Sekunde schaffen. Beziehungsweise das können wir ausrechnen. Also wenn wir irgendwas pro Rechenoperation berechnen sollen, dann müssen wir vielleicht wissen, wie viele Rechenoperationen wir haben. Und das einmal anzuschauen. Wir haben 1 Gigahertz. Das heißt, im Endeffekt 1 Giga. Mal zwei Operationen pro Sekunde. Eine Hausaufgabe müsst ihr gucken. Ihr habt mehr Kerne, die mehr Sachen parallel machen können. Ihr könnt hier nur zwei Operationen parallel machen. Heißt für uns, wir können insgesamt 2 Giga-Operationen pro Sekunde machen. So, und was wir wissen ist, diese 2 Giga-Operationen, die wir pro Sekunde machen, da wissen wir, wie viel verbrauchen wir währenddessen. Dabei haben wir nämlich einen Verbrauch von unseren 10 Kilowatt. Und jetzt ist es vielleicht ganz praktisch, dass man weiß, was Watt für eine Einheit ist. Weiß jemand von euch, was Watt für eine Einheit ist? Also wenn man das, wohin man die umwandeln kann. Entschuldigung. Watt ist ja eine Einheit an sich. Im Chat sehe ich schon die richtige Antwort. Genau. Joule mal Sekunde. Nee, Joule mal. Joule pro Sekunde. Also fast. Das heißt, wir haben 10.000 Joule pro Sekunde. Okay, wir haben auf der einen Seite 10.000 Joule pro Sekunde und wir haben auf der anderen Seite 2 Giga-Operationen pro Sekunde. Wir wollen einen Energieverbrauch rauskriegen und wir haben irgendwie ganz viele Sekunden. Also wollen wir vielleicht die Sekunden wieder loswerden. Jetzt wissen wir nämlich nicht, wie wir das Ganze berechnen. Also entweder schlagen wir nach, wie wir das Ganze, wie wir den Energieverbrauch berechnen, oder wir denken wieder nach, wie wir in vernünftige Einheiten kommen. Und zwar wollen wir eigentlich die Sekunden loswerden. Also müssen wir dahin kommen, dass wir sie wegkürzen können. Und da könnten wir dann halt eben starten mit unseren 10.000
Joule pro Sekunde. Und auf der anderen Seite haben wir 2 Giga-Operationen pro Sekunde. Was heißt denn pro Sekunde? Das heißt ja eigentlich auch nichts anderes als 2 pro Sekunde, also 2 durch S. So. Und ich habe meinen Energieverbrauch und will das mit den Operationen teilen. Also ich würde eigentlich meinen Energieverbrauch durch die Operationen teilen. Und dadurch kann ich gleich wegkürzen. Ja, ich habe meine Operationen, meine 2 Giga-Operationen. Oder schreiben wir das gleich mal eben richtig hin. 2 Giga ist ja nichts anderes als 2 mal 10 hoch 9. Durch Sekunde. So, und wie ist das, wenn eine Sekunde, also wenn ich einen unterm Bruchstrich einen Wert habe, den ich durch etwas teile, wo kommt denn die Einheit jetzt hin? Also angenommen, ich habe sowas wie A durch B, aber B ist nicht einfach nur B, sondern B ist irgendwie B halbe. Wo würde ich denn die 2 dann hinschreiben? A durch in Klammern B halbe. Wo kann ich die 2 dann auch hinschreiben? Wie bitte? Genau, also ich darf sie dann nämlich nach oben packen. So, genau, dann kommt es damit nämlich nach oben in den Zähler. Also statt jetzt einfach hier unten das Ganze in Klammern zu nehmen und hier nochmal ein geteilt durch Sekunde zu machen, sage ich, dass ich dieses Sekunde nach oben schreibe mit mal und habe damit 10.000 Joule mal Sekunde geteilt durch Sekunde mal 2 mal 10 hoch 9. Das heißt, einmal die Sekunde überm Bruchstrich, unterm Bruchstrich, dann darf ich sie wegkürzen, also weil es ja eine Multiplikation ist. Habe dann noch 10.000 Joule geteilt durch 2 mal 10 hoch 9. So, und während ihr in der Hausaufgabe den Taschenrechner noch nutzen könnt und ich jetzt den Taschenrechner nicht raushole, da kommen wir dann irgendwie auf 0,000, das sind glaube ich 5 Nullen und dann eine 5 Joule dann raus. Und haben damit einen Wert für den Energieverbrauch pro Rechenoperation. Ist jetzt relativ gering, der Wert pro Rechenoperation, aber das liegt ja daran, dass 2 Giga Operationen pro Sekunde einfach ein extrem hoher Wert ist. Das ist übrigens auch so eine Sache, wenn ihr eine Aufgabe macht, nicht nur in RSB, eigentlich auch in anderen Fächern. Also wenn ihr das irgendwie auch in Mathe macht, denkt immer so ein bisschen danach, ergibt das gerade eigentlich Sinn, das Ergebnis, was ich bekommen habe? Und in dem Fall würde ich sagen, es ergibt schon irgendwie Sinn. Kann man jetzt irgendwie schwer abschätzen, ob es wirklich genau richtig ist, aber das ist ein kleiner Wert, es ergibt schon irgendwie Sinn. Gut, das brauchen wir nicht, das haben wir gerade berechnet. Genau, das ist der Teil, was ihr dann nämlich in 2, 3 macht und nur mit ein bisschen höheren Werten und wie gesagt, achtet darauf, dass ihr mehr Kerne in der Hausaufgabe habt. Letzter Punkt für heute dann. Oder brauchst du noch kurz? Wie bitte? Das sind 5 Nullen hinterm Komma. Ja. Ich kann mal gucken, dass ich hier gleich wieder so ein bisschen eine Trennung mache. Also habt ihr vielleicht an anderen Stellen auch manchmal in den Blättern in der Vorlesung vielleicht schon gesehen, dass es sich anbietet, bei sehr langen Zahlenreihen einfach nach 4 Zahlen immer so eine Lücke zu machen. Ein guter Punkt. Okay. Gut, letzter Punkt ist im Endeffekt nochmal das Thema Stellenwertsystem. Also geht eben darum, dass wir nochmal uns ein anderes Zahlensystem anschauen.
beziehungsweise eben überhaupt mal Zahlensysteme anschauen. Ihr habt in der Vorlesung mal mit Basis 3 gearbeitet und dann ist die Aufgabe, dass ihr einen Wert habt, das sind dann irgendwie 84 Millionen, also die Einwohner von Deutschland, und ihr solltet ihr in einem anderen, in einem Zahlensystem zu einer anderen Basis schreiben. Im Endeffekt ist das jetzt egal, ob wir das mit Basis 5 machen oder mit hier jetzt mit Basis 4. Das Prinzip ist das gleiche. Wenn ich einen Wert habe und ich will den vielleicht in einer anderen Basis schreiben, dann gibt es verschiedene Methoden. Irgendwelche schon kennengelernt in der Vorlesung? Also ich frage das jetzt tatsächlich sehr offen, weil es kann manchmal sein, dadurch, dass wir halt donnerstags abends das Tutorial machen, kann es sein, dass das dann vielleicht erst freitags in der Vorlesung kommt. Und deswegen, wenn ihr jetzt sagt nein, dann ist das auch okay. Oder wenn ihr euch vielleicht auch nicht dran erinnert. Dafür stehe ich ja hier. Ich muss mich dran erinnern. Ja? Die Frage, ich habe eine Zahl und will die, also in dem Fall die Zahl 1032 im Dezimalsystem für unser Beispiel, und ich will die in ein anderes Zahlensystem umrechnen. Also ich habe eine Zahl im Dezimalsystem und ich will die in ein anderes, in ein Zahlensystem mit einer anderen Basis umrechnen. Da gibt es einige Methoden, mit denen man es machen kann, und eine sollten wir hier uns angucken. Genau, also man kann, das ist ein guter Hinweis, und auch im Chat sehe ich hier was, in dem Fall den Hinweis mit der größtmöglichen Potenz bei SE1. Oder was heißt, in SE1 hattet ihr irgendwie was mal mit der größtmöglichen Potenz. Genau, eine Methode ist, das sogenannte mit einer Potenztabelle zu arbeiten. Das heißt, wir stellen eine Tabelle auf und gucken erstmal, welchen Wert im Dezimalsystem entspricht eigentlich diese Potenz. So, und wenn wir das mit der Ta Zahl 1032 beispielsweise machen sollen, so vielleicht an der Stelle auch kurz der Hinweis, dieses 1032 unterstrich 10 hat den kleinen Hintergrund. Moment. Auch nur, dass ich das etwas schneller schreiben kann und dass man es vielleicht etwas leserlicher hat, als wenn ich es per Hand schreibe. Also 1032 unterstrich 10 heißt nichts anderes als 1032 mit so einer kleinen 10. Das habt ihr vielleicht irgendwie, also wenn nicht, dann habt ihr es hoffentlich morgen in der Vorlesung, dass dann, wenn so eine kleine Zahl an der Zahl dran steht, dass das die Basis, ist von dem Stellenwertsystem, in dem die Zahl ist. Ja, das ist jetzt 1032, ist dann eben im Dezimalsystem. Das gleiche ist aber auch, wir könnten irgendwie sowas haben wie eine 1, 1 mit einer tiefgestellten 2, dann wären wir im Binärsystem unterwegs mit der Zahl. So, das vielleicht einfach nur kurz zur Vereinfachung, dass ihr das versteht. Und wie gesagt, wir können dann hier mit einer Potenztabelle anfangen. Das heißt, ich würde anfangen, die erste Potenz, die ich habe, ist 4 hoch 0. Hier, also irgendwas hoch 0 hat den Wert 1, genau. So, damit gucken wir weiter. 4 hoch 1 ist dann halt, haben wir nur einmal die 4, ist natürlich der Wert 4. 4 hoch 2 ist dann 4 mal 4, damit sind wir bei 16. 4 hoch 3 ist dann 16 mal 4. Das muss man ein bisschen schon eventuell nachrechnen. Müssten wir bei 64 sein. Und so stellt ihr die Potenztabelle auf. Also ihr geht einfach die ganzen Potenzen dann auf durch vom Zahlensystem. Eine Hausaufgabe halt mit dem Zahlensystem zur Basis 5. Bis wohin mache ich denn jetzt das? Also bis wohin mache ich denn jetzt meine Potenztabelle? Wann höre ich auf? Ja?
Genau, also man guckt halt immer, um welche Zahl es geht, die ich da irgendwie unterbringen will. Und dann muss ich irgendwie in die Richtung kommen. Also meistens ist man so, dass man damit die Potenzen so lange geht, bis man einen darüber ist oder sehr, sehr knapp darunter und weiß, dass die nächste darüber so viel größer ist, dass man sie gar nicht mehr ausrechnen braucht. So, 4 hoch 4 wäre dann 256. 4 hoch 5 sind wir dann bei 1024. Ich habe das jetzt natürlich ein bisschen schneller. Ich habe den Vorteil, ich habe mich vorbereitet. Ne? Ihr braucht dafür zu Hause ein bisschen länger. Ist auch okay. Und es geht auch nicht darum, dass ihr Potenzreihen auswendig lernt in ESB. Also die einzigen Potenzreihen, die es sich wirklich lohnt, auswendig zu lernen und einfach nur, weil ihr dadurch Zeit gewinnt, sind die so ein bisschen vielleicht vom Binärsystem. Ne? So, 2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 3, 2 hoch 4. Aber das reicht auch, wenn ihr es am Ende des Semesters macht. Und wenn nicht, ist es auch überhaupt kein Problem. Meistens, also ich sage dann immer gerne im Zweifel auch in der Klausur, sonst einmal auf irgendeiner Rückseite oder so, Schmiertabelle kurz einmal die einmal runterschreiben und dann hat man sie auch. Geht um Konzepte, nicht um Auswendiglernen. Dafür sind wir nicht hier. So, wir sind jetzt bei 1024 und jetzt sind wir an dem Punkt, wir sind ganz knapp unter der Zahl, die wir eigentlich umwandeln wollen. Und deswegen weiß ich jetzt, wenn ich jetzt noch eine Potenz höher gehen würde, wäre ich so viel drüber, die brauche ich gar nicht, die kann ich gar nicht unterbringen. Und dann kann ich nämlich gucken, ich fange an mit meiner 10, mit meiner 1032, ziehe davon einmal 1024 ab. Das macht mir den Wert 8 als Rest. Würde dann halt gucken, kann ich das mit der nächsten Potenz auch machen. Das nächste ist ja hier 4 hoch 4, die 256. 8 minus, nee, das kann ich nicht abziehen. 0 mal 256. Das heißt, ich habe immer noch 8 über. Ja, das Spiel mache ich jetzt noch ein bisschen länger. 8 minus 0 mal 64. Immer noch 8 über. 8 minus 0 mal 16, immer noch 8 über. Und 8 minus, ja, das geht wieder, 1 mal 8. Dann habe ich 0 über und ich muss aber dran denken, dass ich einmal das zu Ende mache, die 0 minus 1 mal, 1 mal 0 mal 4 ist gleich 0. Und 0 minus 0 mal 2 ja, danke. Gut, deswegen habe ich wahrscheinlich auch gerade im Chat hier jemanden verwirrt. Danke, dass du aufgepasst hast. Natürlich, 8 haben wir nicht. 2 mal 4 ist natürlich das Ganze. Und dann sind wir hier bei 0 mal 2. Wie bitte? Mal. Ich bin im Kopf viel zu sehr bei den Binärzahlen. Tut mir leid. Vielen Dank. So, also nochmal langsam und nochmal gucken, haben wir es auch richtig gemacht. Ich habe angefangen mit der 1032 und habe die höchste Potenz, die da noch reinpasst, ge genommen. Das ist die 4 hoch 5, die 1024 und habe geguckt, wie häufig passt die rein. Die passt einmal rein. Das heißt, ich habe das einmal abziehen können und jetzt muss ich noch gucken, wie kriege ich die 8 in Potenzen aufgeteilt. Könnte ich jetzt direkt wissen, vielleicht weiß ich es auch nicht und deswegen muss ich dann halt alles einzeln einmal durchgehen. Die 256 ist deutlich größer als die 8, kriege ich nicht unter, also habe ich das 0 mal, also 0 mal 4 hoch 4. Die 64 ist auch größer, also 0 mal 4 hoch 3. Die 16, 0 mal 4 hoch 2. Jetzt bin ich hier bei der 4, die kann ich unterbringen und nicht nur einmal, sondern zweimal. Deswegen habe ich 2 mal 4 oder 2 mal 4 hoch 1. Das heißt 8 minus 8 an der Stelle, dann ist 0 über. Und als letztes muss ich noch die 4 hoch 0 gucken, ob ich die nur unterbringen kann. Naja gut, bei 0 nicht mehr. Deswegen habe ich hier nochmal die 0.
Und jetzt würde ich gucken, das sind im Endeffekt also die Potenzen, die größte bis zur kleinsten. Und daraus kann ich die Zahl dann mir aufschreiben in dem Zahlensystem. Wie gesagt, ich fange mit der größten an. Die ist einmal drin. Also einmal 4 hoch 5. Ich mache das ein bisschen ausführlicher. Plus 0 mal 4 hoch 4. Plus 0 mal 4 hoch 3. Plus 0 mal 4 hoch 2. Plus 2 mal 4 hoch 1. Plus 0 mal 4 hoch 0. Und das kann man ein bisschen schöner schreiben. Und zwar, indem ich gucke, ich habe hier 1, 0, 0, 0, 2, 0. Also die verkürzte Schreibweise. 1, 0, 0, 0, 2, 0. Das Ganze im Zahlensystem zur Basis 4, also eigentlich eine kleingestellte 4 unten drunter. Und damit habe ich die Zahl einmal umgerechnet. Also das hier ist ja eine verkürzte Schreibweise. Ist ähnlich, wenn ich die Zahl 1032 nehme, das vielleicht einmal auch nochmal kurz, ist ja auch nichts anderes, als wenn ich sage, ich habe da einmal 10 hoch 3 müsste das dann sein, plus 0 mal 10 hoch 2 plus 3 mal 10 hoch 1 plus 2 mal 10 hoch 0. Ist einfach nur eine verkürzte Schreibweise, damit man das einfacher lesen kann und als Mensch dann verfolgen kann. So, jetzt einmal die Rückfrage in den Chat. Ist damit der Schritt etwas deutlicher? Und Entschuldigung für die Verwirrung an der einen Stelle. Der Schritt damit jetzt verstanden? Ja, ist geklärt. Wundervoll. Und wenn nicht, dann einfach nachfragen. Sonst hätte ich es halt nochmal versucht, wieder zu erklären an der Stelle. Du guckst auch noch so ein bisschen skeptisch hier oder ist alles gut? Alles klar. Dann, genau, in der Hausaufgabe macht ihr das einfach mit dem mit Basis 5. Und dann ist so die Frage, warum ist denn, also 2,4b, aus welchem technischen Grund ist das Stellenwertsystem zur Basis 2, das Dualsystem, interessant? Warum könnte ein System zur Basis 2 interessant sein? Ja? Genau, das ist ein ganz, ganz guter Punkt. Man hat Spannung, keine Spannung oder hier im Chat wird gesagt 0 und 1 oder wahr und falsch. Das lässt sich sehr einfach und sehr gut unterscheiden. In der eigentlichen Umsetzung ist es dann ja so, dass es, also da kommen wir vielleicht ganz am Ende des Semesters auch noch mal kurz dazu. Es gibt halt auch nicht so dieses ganz, es gibt nicht so dieses eindeutige 0 und 1, sondern es gibt ja auch immer den Übergang, der ist nicht sprungweise, sondern der verläuft dann eben langsam. Also ne, geht dazwischen einmal durch. Aber vom Grundsatz her ist es halt einfacher zu erkennen, man hat irgendwie irgendwas, was bei 0 oder 1 liegt oder meinetwegen auch 0,1 gerade ist und irgendwas, was bei 1 liegt oder vielleicht 0,9 ist. Und das lässt sich sehr gut unterscheiden. Genau, im Chat auch noch der Hinweis, ne, Transistor ist geladen oder nicht geladen. Klar, in den Anfängen der Informatik, wenn man dann irgendwie alles sehr auf Transistorebene ja genauso da auch hatte. Genau. Das ist so eigentlich so mit der Hauptgrund, den kann man versuchen, jetzt irgendwie länger auszuführen, aber im Endeffekt ist das einfach diese Unterscheidung sehr angenehm. Ist für uns als Mensch zwar etwas weniger gut lesbar, also weiß ich nicht, wie es euch geht. Ich kann nicht Binärcode mal eben ad hoc lesen und weiß sofort, was dahinter steht. Aber ich muss es ja auch nicht. Dafür haben wir dann die Computer, die das für uns meistens tun. Und dann ist die Frage, geht ja ein bisschen weiter, was könnte denn dann für eine Basis 3, 4 oder 5 sprechen und was dagegen? Und warum nutzt man nicht das Dezimalsystem? Habt ihr da noch ein paar Ideen in die Richtung?
3,4c ist das im Endeffekt. Wie sieht das mit anderen Zahlenbasen aus? Also was könnte für eine 3, 4 oder 5 sprechen und was dagegen? Und warum nutzt man nicht das Dezimalsystem? In der Informatik für Computer. Ja, also im Endeffekt haben wir das so ein bisschen in B mit drin, das stimmt. Im Chat ist hier auch nochmal ganz explizit geschrieben werden. Also wenn wir jetzt irgendwie Dezimalsystem nehmen würden, dann müssten wir 10 verschiedene Werte klar unterscheiden können. Und das ist dann schon relativ schwierig. Also 3 könnte man vielleicht noch, dann gibt ja auch so ein bisschen Ansätze dahin. Es macht es halt um einiges einfacher. So, genau. Das heißt natürlich nicht, dass es in der Zukunft sich nicht vielleicht auch ändern kann. Also je besser man verschiedene Zustände unterscheiden kann, kann man sich das natürlich überlegen. Na, der Vorteil von, also was ist denn der Unterschied zwischen meiner Zahl in dem Fall hier nur rein im Stellenwertsystem mit Basis 4 im Vergleich zum Stellenwertsystem zur Basis 10? Es ist der gleiche Zahlenwert dahinter, hinter 1032 und hinter, ja, was ist das, 10.020. Ist ja nur ein Unterschied in Stellenwertsystem. Aber was ist so der ganz auffällige Unterschied zwischen diesen beiden Zahlen? Ich muss einfach nur hingucken. Die Länge, genau. Also wenn ich deswegen ja auch eine Zahl habe, die in einem Stellenwertsystem vielleicht zu 3 oder zur Basis 3, 4 oder 5 wäre, wenn ich das gut genug unterscheiden kann, hätte ich einen Vorteil, dann würde ich die Länge ein bisschen einkürzen können. Und dann würde mein Programmcode vielleicht nicht 2 Megabyte groß sein, sondern würde dann vielleicht nur 1,8 Megabyte groß sein. So als eine Möglichkeit. Das könnte eben der Vorteil sein. So, ja, ihr seht also kleine Fragen, relativ einfache Antworten. Jetzt war hier nochmal die Frage, die Nachfrage, was rechnen wir damit aus? Was ist das Stellenwertsystem? Ich weiß nicht, an welcher Stelle du bist. Hier die 1032, die ich hier hingeschrieben hatte in mal 10 hoch, das war nur, dass ich nochmal gezeigt habe, wie würde es aussehen, wenn ich die Zahl 1032 im Dezimalsystem in der Potenzschreibweise mache und dass es eigentlich nur eine verkürzte Schreibweise ist für das Ganze. Wahrscheinlich gucken wir uns das im nächsten Aufgabenblatt sowieso noch ein bisschen stärker an mit dem Thema Umrechnung von Zahlen und Potenzschreibweisen. Weiß ich aber nicht sicher. Ich weiß auch immer, ich kriege das Aufgabenblatt auch immer erst am Mittwochabend, wenn das dann online gestellt wird für alle und dann versuche ich irgendwie in meiner Freizeit das schnell noch vorzubereiten, bevor ich am Donnerstag arbeite und von der Arbeit direkt hierher komme. Ja, ich hoffe, ich schaffe es aber trotzdem das Semester durch wieder. So, damit will ich euch auch nicht länger aufhalten. Wir sind einmal so durchs Aufgabenblatt durch, vielleicht auch für das Semester selber. Ich sage normalerweise, wenn manchmal gibt es Aufgabenblätter, die sind ein bisschen umfangreicher, dann versuche ich, wenn es geht, mit euch auch die Aufgaben trotzdem durchzukriegen, auch wenn es dann ein bisschen länger als vielleicht bis 20 Uhr oder so dauert. Ich glaube, bis 20:30 habe ich den Hörsaal. Also wenn der Pförtner mich rausschmeißt, dann ist halt Schluss, aber ansonsten versuche ich euch zu helfen, so gut es geht. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch eine schöne Woche und viel Erfolg bei den Übungen, bei allem anderen. Denkt dran, nächste Woche ist ein Feiertag am Dienstag und ja, dann bis vielleicht nächste Woche.